Ja, hallo. Ist das Ding an? Ja, super. Ich möchte heute noch was anderes erzählen, und zwar über das Thema Active Directory und PostgreSQL-Rollen und wie man die verknüpfen kann. Und das Ganze mit dem Authentifizierungsdienst Kerberos verbinden kann. Ist jetzt auch kein typisches Geo-Thema, also es geht wirklich relativ allgemein um das Thema Rollen- und Rechtevergabe. Der Hintergrund, warum wir es aber gemacht haben, kommt natürlich daher, dass wir eine zentrale Geodatenbank haben, eine relativ umfangreiche, und wir da auch sehr viele User haben aus unterschiedlichsten Bereichen und die eben darauf zugreifen müssen. Und das Thema Rollen- und Rechtevergabe da schon immer so ein bisschen ein sperriges Thema war. Ich möchte euch also heute das Thema Datenbank, Open Source basiert, in einem, ansonsten auch in einer Non-FOSS-Umgebung vorstellen. Ja, also wenn wir mit Active Directory auf Windows-Maschinen sprechen und wie wir das zusammenbringen. Natürlich im Zusammenhang mit der zentralen Geodatenbank, die wir da einsetzen bei uns in der Stadt. Ich möchte es ein bisschen aufschlüsseln, welche Komponenten spielen da jetzt bei dieser Lösung, bei diesem Vorgehen zusammen. Das sind auch die drei, die da direkt darunter stehen. Es gibt aber noch was anderes. Es geht natürlich auch grundlegend darum, wie gehen wir vor bei der Vergabe von solchen Rollenkonzepten. Das ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern einfach mal eine Variante, wie wir das machen. Und dann werde ich eben noch diesen Kit, der da so in der Mitte sitzt, das LDAP2PG, ein bisschen was dazu sagen. Also das ist alles jetzt nicht irgendwie super produktiv im Einsatz, sondern da sind wir auch gerade dran, das wirklich rauszufinden, wie das genau geht. Ich glaube, ich habe es noch gar nie so richtig gesagt, wie groß die Stadtverwaltung hier eigentlich ist. Also nur mal, damit man so eine Größenordnung kriegt. Wir haben 4.000 Mitarbeiter ungefähr. Wir haben etwas über 40 Ämter. Dazu gibt es noch einige Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften. Städtische Beteiligung. Letztendlich alle haben so ein bisschen die Idee, dass sie eigentlich auch an Geodaten rankommen möchten. Ein paar haben wirklich direkten Zugriff, oder den Großteil haben direkten Zugriff, aber die anderen möchten natürlich auch rankommen. Und das ist immer so ein bisschen Thema, wie schafft man das auch wirklich zu ermöglichen. Wir haben in Freiburg eine nicht unerhebliche Open-Source-Geschichte hinter uns. Wir haben nämlich, ich weiß gar nicht genau, wann das war, so ungefähr 2000 6, glaube ich, fing das an, Open Office eingeführt als Ersatz für Microsoft, also jetzt nicht den kompletten Desktop, aber zumindest die Office Suite auf Open Office umgestellt. Das ging dann einige Jahre. Leider hat sich das nicht so ganz durchsetzen können, also die Abhängigkeit von der Vielzahl an Fachverfahren, die wir da hatten. Wir haben circa, ich weiß gar nicht, 550 Fachverfahren im Einsatz, und die Abhängigkeiten dort an das halt quasi Standard Microsoft Office, die waren so hoch, dass sich das einfach in der Belegschaft nicht wirklich hundertprozentig durchsetzen konnte. Das heißt, vor einigen Jahren ist man quasi wieder zurückgeschwenkt und hat jetzt wieder Microsoft Office im Einsatz. Ja. Ich sage jetzt mal, so ist es halt. Das funktioniert auch okay, da muss man sich jetzt auch keine Gedanken drüber machen. Es ist halt so. In unserer zentralen IT haben wir durchaus einen Mix. Da gibt es natürlich sehr viel Microsoft-basierte Sachen. Ich habe es ja schon erwähnt, Active Directory. Es gibt noch ein altes Novell eDirectory. Es gibt aber auch sehr viel Citrix im Einsatz für Virtualisierung. Aufgrund dieses Novell eDirectories gibt es auch als Linux-Variante das SUSE Linux Enterprise, was wir im Einsatz haben. Das heißt, auch aktuell laufen alle unsere Open-Source-Geschichten eigentlich auf einem SLES drauf. Aber das funktioniert auf jeden Fall. Genau, in dem Bereich, wo wir jetzt die Geodatenverarbeitung machen, da haben wir eigentlich fast durchgehend Open-Source-Software im Einsatz. Also vom Map-Server, PostGIS, da gibt es eigentlich quasi nichts Proprietäres, was wir im Einsatz haben. Aber klar, wir haben auch Esri im Einsatz, ArcGIS. Aber eigentlich ist das Spannende ja auch, diese ganz verschiedenen Welten alle irgendwie zusammenzubringen und den Einsatz sinnvoll möglich zu machen. Ja, genau, habe ich ja sogar noch als Folie. Also da sieht man mal so die ganze Welt, was wir nutzen.
Ich habe da mal zwischen diese beiden Welten, also unten die eher die serverbasierte Bereitstellung, Datenbank und oben die Anwendung, habe ich mal diesen blauen Balken OGC gemacht. Der soll eigentlich heißen, im Prinzip möchten wir versuchen, einen Großteil unserer Bereitstellung an Daten über OGC-Services hinzukriegen, ja, um einfach genau diese Unabhängigkeit von irgendeinem speziellen Produkt, was auf irgendein anderes spezielles Produkt zugreift, möglichst zu trennen. Ja, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Mit dem Katalog können wir sowohl aus Esri als auch aus QGIS in dem Katalog suchen, können Daten in jedes der Tools einbinden. Das funktioniert ganz gut. Aber der blaue Balken bei OGC hat eine kleine Lücke, weil es gibt natürlich trotzdem immer wieder den Bedarf, direkt auf die Datenbank zu gehen, um vielleicht performantere Analysen zu machen oder so. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Deswegen geht es hier darum, wie komme ich quasi von der Anwendungssoftware auch direkt auf die Datenbank. Also und vor allem geht es jetzt hier nicht um den Datenbank-Admin, ja, oder jemand, der sich sowieso schon gut mit Datenbanken auskennt, sondern eher vielleicht um den Standard-User. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, den man da sehen muss. Unsere zentrale Geodatenbank basiert auf PostGIS aktuell noch auf einer 9.6er-Version von Postgres mit PostGIS 2.3. Wir haben schon auf einigen Servern auch 10.6er Postgres mit 2.5 im Einsatz. Und im Prinzip haben wir letztendlich zwei Szenarien, wie wir die Datenbanken einsetzen. Das eine Mal ist ganz normal als für bestimmte Anwendungen. Ja, das heißt also, wir haben zum Beispiel die PostNAS-Suite im Einsatz. PostNAS kommt mit einem ganz klaren Schema. Da gibt es keine große, da gibt es eher Service-User. Da gibt es nicht jetzt einen einzelnen User, der jetzt direkt auf die PostNAS-Datenbank zugreift, ja, sondern da gibt es Service-User für bestimmte Anwendungen. Und die greifen auf die Datenbank zu. Da heißt das Thema Rechteverwaltung jetzt nicht die oberste Priorität. Aber das zweite Szenario, wenn User wirklich für die Geodatenhaltung auf die Datenbank zugreifen möchten, dann fängt es halt an, dann haben wir bestimmte Ämter, die erstellen bestimmte Daten und die möchten natürlich ihre Daten für sich im Zugriff haben. Und erstmal soll niemand anders drauf zugreifen können. Dann gibt es andere Daten, die werden natürlich geteilt, ja, also Basisdaten, da sollen dann von mir aus alle drauf zugreifen können, aber da sollen bestimmte nur lesen können, bestimmte andere sollen vielleicht auch schreiben können. Und dann gibt es noch den ganzen Part, dass es vielleicht ein paar oder ja, eine nicht unerhebliche Anzahl von Usern gibt, die vielleicht erkannt haben, dass man mit der Datenbank relativ viel machen kann und dass ich dann nicht im Dateisystem arbeiten muss. Und das heißt, die wollen vielleicht sogar userbezogen in der Datenbank arbeiten. Ja. Die möchten also quasi ein User-Schema haben, sowas in der Richtung. Also das ist so ungefähr, sind die Szenarien, in denen wir uns bewegen. Und aktuell bilden wir eigentlich nur dieses Ämterschema ab. Das heißt, wir haben in unserer Datenbank Schemas nach Ämtern abgelegt und dann werden einfach User werden zu Ämtern gemappt und darüber können sie dann quasi auf die Daten zugreifen. Ah, da war noch das Rote, genau. Das ist also quasi das Szenario 2, das, worum es jetzt primär eigentlich hier gehen soll. Ich habe es gerade schon gesagt, unsere Fachämter haben dann ihre einzelnen fachlichen Datensätze und in diese Datensätze, die legen sie letztendlich dann in einem Schema. Manchmal haben sie auch mehrere, je nachdem gibt es so spezielle Themen, wo dann ein Amt auch mehrere Schemas verwendet. Und im Prinzip gibt es aber für jedes Schema dann auch einen User, der darauf eben schreiben und lesen darf. Und da fängt es schon an, dass dann dieser schemaübergreifende Zugriff, also wann hier in dem Beispiel das Stadtplanungsamt möchte also auf Datensätze des Garten- und Tiefbauamtes zugreifen. Die haben aber natürlich nicht den User, der darf das nicht machen. Ja. Jetzt will natürlich das Garten- und Tiefbauamt nicht, dass man denen den schreibenden und lesenden Zugriff auf alles einrichtet. Ja, und da kann man sich schon vorstellen, dieses Thema Datenschutz spielt da natürlich noch eine Rolle, aber das ist halt sehr schwierig am Ende zu administrieren. Dann, ich hatte schon gesagt, können wir temporäre Arbeitsbereiche vielleicht bereitstellen. Das haben wir aktuell. Wir haben quasi so ein großes temporäres Schema. Da kann jeder mal was reinmachen, kann irgendwelche Analysen machen. Aber das ist natürlich auch immer wieder, wann räumen wir das auf, wann werden da Sachen gelöscht. Letztendlich sammelt sich das Zeug da an. Ist also auch nicht so ganz gut gelöst. Wir haben zwei zentrale Stellen, das Geodatenmanagement und das Vermessungsamt. Die können letztendlich auf alle Schemas zugreifen, weil die machen dann für die Fachämter, die vielleicht jetzt eine spezielle Analyse brauchen, die vielleicht auch nicht das tiefergehende Postgres-Know-how haben, die machen dann letztendlich, wie so als Dienstleistung letztendlich auch diese Analysen. Das ist aber natürlich nicht deren ihre originäre Aufgabe.
Ja, jetzt habe ich hier einfach mal so, dass man das mal sieht. Wir haben also ganz viele Datenbanken, da sieht man dann schon, CityDB taucht da auf. Das wäre also eher, sind eher so die Datenbanken, wo dann spezielle Anwendungen drin sind. Dann haben wir hier diese, wie heißt es historisch, Geo-Server. Das hat nichts mit Geo-Server zu tun, gell? War schon so, als ich kam. Da sind also jetzt die ganzen Schemas drin. Da sieht man jetzt meistens solche drei Buchstabenabkürzungen, sind alles die Ämterkürzel, also ABI, Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung, ABK, Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Und so geht es da weiter. Genau, und da haben die alle ihre Schemas drin, wo die Daten dann abgelegt werden. Und jetzt sieht man auf der ganz rechten Seite dann die User. Und da sieht man halt, jeder User hat jetzt quasi den Zugriff auf ein Schema. Wir haben natürlich auch hier bestimmte Service-User, wie zum Beispiel den Map-Server-User. Der muss natürlich auch auf das, zum Beispiel in dem Fall, was habe ich da gemacht? Ja, das Schema vom ABI, da sind zum Beispiel die statistischen Bezirke drin. Der muss da auch drauf lesen können. Wir hatten bisher so ein ganz rudimentäres Rechtevererbungsschema, wo ein paar User in Gruppenrollen reinkommen, um so ein bisschen zu steuern, darf sich ein User überhaupt an eine Datenbank verbinden, dass man das so ein bisschen einfacher handhaben kann. Aber letztendlich ist das natürlich ein relativ wenig sinnvolles Konstrukt. Ja, gut, das. Genau. Das heißt, wir fanden, es ist eigentlich nur für wenige User und eine bestimmte Anzahl von Schemas wirklich sinnvoll administrierbar. Und der Hauptpunkt, den ich da als negativ ansehe, ist natürlich, dass wir nicht die Einbindung in unser zentrales IDM haben. Ja, also dass Passwortänderungen von einem bestimmten Nutzer zum Beispiel direkt rübergenommen werden, dass es überhaupt unterschiedliche Passwörter gäbe, dass es sowieso keine nicht personalisierten Passwörter gibt. Und das wollten wir eigentlich gerne ändern. Das heißt, wir möchten eigentlich Einzelbenutzer autorisieren, ja, mit ihrem AD-Passwort, einfach um das Thema Sicherheit damit zu erhöhen. Wir wollen natürlich vor allem auch die Administration verbessern und das Ganze in das IDM einbinden. Und wir möchten die Nutzbarkeit noch verbessern. Da ist das Thema Single Sign-On. Das heißt, ein User meldet sich am Windows an seinem Arbeitsplatz, startet sein Cookies und muss sich dann danach nicht nochmal an der Datenbank anmelden. Visionär vielleicht auch noch in irgendwelchen anderen Diensten, aber jetzt geht es mal nur um die Datenbank, sondern er muss sich nur einmal anmelden an der Windows-Anmeldung und dann wird die Anmeldung quasi durchgeschleift. Genau, dann haben wir das Thema, wir möchten zusätzlich funktionale Schemas anbieten und da eine relativ feingranulare Rechteverwaltung ermöglichen. Thema Referenzdatensätze, also bestimmte Hintergrunddatensätze, die alle verwenden können sollen, sollten da rein. Und wir möchten die Einzel-User-Schemas als Arbeitsbereiche abbilden. Ja, die Komponenten, die wir dazu letztendlich zur Verfügung haben, so ist es, ist das Active Directory, unser zentrales Benutzerverzeichnis, steht noch dahinter. Ehemals hatten wir noch ein Novel E-Directory. Unsere Arbeitsplatzausstattung ist Windows 10, QGIS aktuell noch die 2.18er Version, halt die alte LTR. Wir sind jetzt gerade dran, irgendwann mal umzustellen. Und wir haben das PostgreSQL Cluster im Normalfall aktuell auf Slash 12, SP3 oder SP4. Genau, beides. So, und jetzt ist aber die Frage, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich mein QGIS an die Postgres-Datenbank kriege und das Ganze auch noch mit AD verknüpfe. Das heißt im Prinzip, wie kriege ich die Authentifizierung aus meinem AD über QGIS an die Postgres-Datenbank? Und dann natürlich noch die spannende Frage, wie kriege ich denn die ganzen Benutzer und Benutzerrollen und Berechtigungen, die im AD vergeben sind, wie kriege ich die eigentlich in die Postgres? Das heißt letztendlich das Backend für das Thema Autorisierung. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema die Verbindung zwischen PostgreSQL und AD, daher natürlich auch der Titel. Also da setzen wir auf den Kerberos-Dienst, den wir hier sowieso im Einsatz haben. Kerberos ist eben der Höllenhund, der sozusagen den Eingang bewacht in die Unterwelt. Kerberos besteht vereinfacht aus drei Endpunkten für die Authentifizierung. Das ist eben der eigentliche Client, der sich anmelden möchte, also der Kerberos-Client, das gibt den Key Distribution Center. Das ist letztendlich eine Sammlung aus unterschiedlichen Diensten. Die Kerberos besteht aus so einem Ticketsystem, wo Tickets quasi zwischen den Anwendungen hin und her gesendet werden und darüber die Authentifizierung stattfindet. Deswegen werden keine Passwörter hin und her geschickt. Und es muss natürlich dann noch den Dienst geben, der Kerberos enabled ist, also der sozusagen dann aufgrund dieser Kerberos-Tickets irgendwelche Sachen erlaubt oder nicht erlaubt. So, dann ist der andere Punkt, wie kriege ich die Rollensynchronisation hin? Und da haben wir uns jetzt für dieses Tool entschieden, LDAP2PG.
Es also scheint mir relativ umfangreich, es ermöglicht das, ja, ich wundere mich, ist das Ding nicht am Strom angeschlossen? Ich mache mal weiter, ansonsten muss ich es ohne Freunde sagen. Ja, genau, ich kann also die Rollen auslesen, ich kann Rollen ändern, löschen und anlegen, ich kann Rollenmitgliedschaften zuweisen oder entziehen, ich kann, vielleicht ist das das Problem. Ich weiß es nicht. Bringt's was? Ja, juhu. Also ich kann Rollenmitgliedschaften zuweisen, entziehen. Ich kann Berechtigungen zuweisen, entziehen. Ich kann aber auch so ganz klassisch, so simple Sachen machen wie statische Rollen zuweisen. Wird man nachher noch sehen, warum das wichtig ist. So, und wie es geht. Geht eigentlich dieses Ding da oben mal weg? Nee. Okay, lass mal lieber. In der ersten Phase geht es natürlich mal drum, und das haben wir jetzt auch tatsächlich nicht alleine gemacht, weil das ist echt ein bisschen Frickelarbeit, PostgreSQL und Kerberos zusammenzukriegen. Genau, hatten wir also Hilfe von den Kollegen, die auch vorne in der Halle sind. Man muss also Kerberos aus dem SLES-System installieren, die entsprechende Kerberos-Konfiguration auf dem System hinterlegen, so dass das Kerberos auf dem Server, wo die Datenbank läuft, auch mit dem tatsächlichen Authentifizierungsdienst, unserem AD, kommunizieren kann. Da müssen dann verschiedene Einstellungen gemacht werden, und das ist echt sehr spezifisch. Da muss wirklich jeder Buchstabe, jeder Punkt, das muss alles stimmen. Hat ein bisschen gebraucht, aber es ging letztendlich. Das Ganze kann man, wenn man es dann hergestellt hat, relativ einfach mit so ein paar Kommandozeilentools einfach mal testen. Da kann man letztendlich die Verbindung initiieren mit einem bestimmten User. Ich gehe jetzt mal nicht auf diese ganzen Kerberos-Details ein, weil die Zeit auch langsam knapp wird. Ja, genau. Spannend ist allerdings noch die Kerberos-relevanten Sachen, die man im Postgres machen muss. Da sieht man das hier. In der PostgreSQL-Conf muss man das quasi eintragen, wo die Kerberos-Verbindungsoptionen quasi zu finden sind. In der HBA-Conf muss man bestimmte Konfigurationen machen, um festzulegen, für welche Datenbank oder für welche Datenbankgruppe oder für welche User und von welchem IP-Bereich, wo würde denn überhaupt die Kerberos-Authentifizierung verwendet. Das sieht man da hinten bei GSS Map Kerberos, also direkt hier. Und dieses Map Kerberos heißt außerdem noch, dass Systembenutzer auf Postgres-Datenbank-User gemappt werden. Und das heißt, diese Map, die legt man in der Datei pgi.conf an, und da kann man quasi sagen, man sieht es hier, also die Map heißt Kerberos, der Map Name, und da sagt er quasi, alle Benutzer, die, also eine Regular Expression, alle Benutzer, die mit @freiburg intern kommen, die sollen den PG-Usernamen aus der Klammer da vorne verwenden, der da entsteht. Das wäre dann quasi also mein User Kerberos, das ist der Benutzername, so wie er in der Datenbank vorhanden sein muss. So, das heißt, was wir jetzt versuchen, ist, Benutzer-AD-Konten in PostgreSQL-Login-Rollen anzulegen. Das nächste ist, dass wir AD-Gruppen, die wir dort angelegt haben, letztendlich als Nicht-Login-Rollen, als Gruppenrollen im Postgres abbilden und auch die entsprechenden Schemas machen. Ja? Also, weil die Synchronisation soll sowohl die Rollen anlegen, soll aber gegebenenfalls sogar auch die Schemas anlegen, wenn sie neu sind. Und wir haben noch die Möglichkeit, Berechtigungen zu den Gruppen zu übernehmen. Lass das mal kurz weg, damit wir noch ein bisschen hier hinterkommen. So, und das Ganze wird gemacht mit LDAP2PG. LDAP2PG ist ein Tool, kann man sich relativ, Python-Tool kann man sich installieren mit PyPy. Und dann muss man das konfigurieren, dass das auf die Postgres-Datenbank zugreifen kann. Kann man das lesen? Bisschen schwierig, gell? Also man sieht auf jeden Fall, man konfiguriert sowohl die Datenbank als auch die LDAP-Verbindung. Und da muss ich mich natürlich schon mal mit einem, ich habe jetzt einfach mal meinen User genommen, letztendlich müsste man da natürlich einen Service-User nehmen, der sich an der AD verbindet. Und dann kann ich, dann kann ich einfach schon mal testen, kann ich mich an das AD dranhängen, kann ich mich an das Postgres ranhängen. Ich gehe jetzt einfach hier mal durch. So, und jetzt kann ich mit dem LDAP2PG zum Beispiel erstmal statische Rollen konfigurieren. Und zwar in dem Fall zum Beispiel einfach eine Gruppe, die sagt, das sind Rollen, die kommen aus dem AD, das sind User, die kommen aus dem AD. Ja, und ein bisschen weiter unten sieht man dann hier einen LDAP-Filter, der ruft mir also alle Gruppen ab, die mit einem bestimmten Namen beginnen. Und diese Gruppen, die werden dann erstellt, ja, und sie werden gleich der vorher erstellten AD-Rollengruppe auch noch zugeordnet.
Das gleiche kann ich für die User machen. Die kann ich quasi genauso mit so einem LDAP-Filter auslesen aus dem AD und kann auch die entsprechenden Rollen direkt anlegen und auch sie wieder dieser AD-Users-Gruppe zuordnen. Und jetzt hier vielleicht noch zum Abschluss, nur dass man es nochmal sieht, so funktioniert das dann Ganze. Das ist jetzt quasi nur ein Dry Run von dem Tool. Aber man sieht dann hier, er hat hier quasi eine Rolle gefunden, die heißt Freiges Gutachter. So, und dann fragt er hier nach den Usern ab, die zu dieser Rolle gehören. Es sind also 20 User, die da dazugehören. Dann sagt er hier unten, okay, er würde jetzt quasi die Rolle Freiges Gutachter erstellen. Gehen wir mal weiter. Und hier erstellt jetzt quasi die statische Rolle. Und hier haben wir auch einen Grant. Also hier weist er dann sozusagen auch schon Berechtigungen zu an diese vorher erstellte Rolle. Und hier unten sieht man auch noch die User, wie die der Gruppe hinzugefügt werden. Nur noch ganz kurz, hier sieht man einmal die paar Screenshots, die, wie man sieht, dass das Single Sign-On dann auch tatsächlich funktioniert. PostGIS Datenbankverbindung anlegen, hier ist alles leer. Und wenn ich das aber mache, dann sehe ich trotzdem hier drüben den Zugriff auf die authentifizierte Datenbank. So, Entschuldigung. Ja, etwas überzogen. Vielen Dank. Einen herzlichen Applaus für Michael. Das war jetzt viel Stoff, nicht mehr wenig Zeit. Wie gesagt, der Fototermin naht vor der Mensa. Ich würde mal sagen, machen jetzt keine Fragerunde mehr, sondern gehen alle gleich gemütlich rüber und lassen uns fotografieren. Vielen Dank nochmal.